Hallo meine Lieben, hallo Mädels, hallo Ladies, hallo liebe Zuschauerinnen. Heute gibt es ein Special. Einfach einen ganz lieben Gruß möchte ich euch per YouTube senden zum heutigen Muttertag. Also an all die Frauen, an all die lieben Zuschauerinnen, die Mama sind. Es haben ja nicht alle Instagram, ne? Da hatte ich zwar auch einen Post gemacht, aber es lag mir jetzt irgendwie am Herzen, euch nochmal an diesem Tag die besten Wünsche zu senden. Und ich habe mich übrigens gerade fertig gemacht und habe gestern einen Stift gekauft. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem Tube, wie ihr wisst. Dieser Trended Up, das war ja nur der absolute Reinfall. Und ihr habt mir so, so schön geschrieben. Und alle haben die gleichen Erfahrungen mit diesem Stift gemacht. Es gibt eigentlich niemanden, der sagt, ja, der war super, toll, funktioniert. Und ich suche immer noch so einen braunen Taupe Stone Ton. Ne? Von Santé Naturkosmetik aus dem Bioladen. Kostet unterschiedlich, also 6 Euro noch was, im Netz gibt es sie noch für 8 Euro, das ist alles so unterschiedlich. Das ist die Farbe 08 Coffee, das habe ich heute auf dem Augenlid drauf. So, und wenn ihr möchtet, kann ich gerne diesen Look euch schminken, also in einem Tutorial nächste Woche. Ich habe mich nämlich jetzt gerade fertig gemacht, weil ich auch nachher gleich abgeholt werde und dachte mir, Mensch, jetzt machst du nochmal schnell die Kamera an und schickst nochmal so ein 2 Minuten hoch ins Netz. Also, dieser Stift, er ist nicht so leicht, nicht so smooth wie dieser Bobbi Brown. Es ist ein bisschen hart, aber es geht, also es lässt sich ganz gut auftragen, man muss das Lid ein bisschen straff ziehen und was hier nicht passieren kann, der kann nicht abbrechen. Auf keinen Fall kann der abbrechen, weil der ist zum Anspitzen. Ihr müsst nur diesen dicken Spitzer haben. So, also Bio- oder Naturkosmetik-Qualität. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr möchtet, also so ein diesen Look wollt, diesen doch nudigen Nude-Look. Ach, ich bin irgendwie so happy, so ein schöner Tag heute, obwohl es arschkalt ist, deswegen habe ich auch einen dicken Pullover angezogen. Es ist ja wirklich, na gut, es ist eben so Mai-kalt, ne? Und ich hoffe, dass das Bild scharf genug ist, weil es gab schon einige Beschwerden, nicht Beschwerden, aber naja, so, ja, was knarrt da bei dir so? Ihr Lieben, das ist dieser Autofokus. Die Kamera, das zoomt sich immer hin und her, um das Bild scharf zu stellen, wenn man hier vor der Kamera sitzt und sich bewegt. Man sitzt ja nicht wie ein Stock da. Ich habe jetzt das ganze Teil ausgestellt und habe es manuell eingestellt. Nun hoffe ich, ich habe das auch mit Brille, also es sah scharf aus. Ich werde sehen, wie es dann im Endeffekt im Video aussieht, ob das scharf genug eingestellt ist. Also macht euch einen wundervollen Tag mit euren liebsten Kinderleins. Das ist das Beste, was wir haben. Ne? Und ich freue mich, wenn ihr am Dienstag wieder dabei seid. Und alles Gute, alles Liebe bis dahin. Tschüss.